Sind eure Webinare manchmal auch wie die unheimlichen Fälle des FBI? Vielleicht hilft euch dabei die Methode I want to believe. Bei I want to believe handelt es sich um eine didaktische Methode, um Interesse und Neugierde bei euren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu wecken und so die Motivation hochzuhalten. I want to believe fordert jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin auf, zu dem von euch präsentierten Thema eine eigene Vermutung zu äußern. Ich glaube, dass die Flut kommt. Diese eigene Vermutung weckt Neugierde und erzeugt Aufmerksamkeit. Wie werdet ihr zum FBI-Agenten Mulder in eurer Veranstaltung? Schritt 1, präsentiert kurz und prägnant euer Thema. Schritt 2, fordert eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, eine möglichst konkrete Vermutung zu dem Thema zu formulieren und aufzuschreiben. Schritt 3, gebt am Ende der Veranstaltung Zeit, die eigenen Vermutungen nochmal zu lesen und zu prüfen. So lassen sich aus unbekannten Aliens manchmal neugierige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Webinaren und Zoom-Calls machen.